Ja, Großen Bernie, ja, hör mal, Derby-Sieg, Derby-Sieg. Oder wie man in Dortmund sagt, montags mit dicken Cojones im Blaumann, alle Schippe malochen. Hör mal, hab kaum Heier gemacht, hab richtig Kreislauf. Hier, manche sagen, oh, war kein richtiges Derby, weil keine Zuschauer in der Halle waren. Manche sagen, oh, war kein richtiges Derby, weil Totalschaden 04, der wahrscheinlich schlechteste Tabellen-18. ist seit der Erfindung des Brühwürfels 1909. Aber weißt du was, das kannst du alles knicken. Ich bin stolz wie Bolle auf die Jungs. Und ich hatte echt Entenpille bei der Laola vor dem leeren BVB-Block. Hier die ersten 35 Minuten, das war noch, kann nix, ging könnte besser. Aber Gott sei Dank, Sancho Pancho tanzt wieder wie bei 0-1. Gleich Vertrag verlängern, hast gestern tausendmal das Wappen geknutscht, hab ich gesehen. Und als Viking der U-Elch Haaland beim 0-2 länger in der Luft lag als der A380 beim Jungfernflug, da bröckelte die letzte Kohle in der Biathlonhalle hier vom Mannschaftstunnel. Als der Wikinger auf die Wiese aufschlug, da sind in den Strebergärten in Gelsenkirchen-Buhr alle Kühlschränke ausgefallen, Mensch. Ja, und dann auch hier R2-D2, Rafa Guerrero und nochmal das Biest vom Borsigplatz Haaland und Erwin, das Maskottchen, was echt kein Model ist, konnte wieder seine Kiste, hör mal. Ja, und hier der Trainer von denen hier, der aussieht hier wie das Double hier von Telly Savalas hier, der mit dem Lolli, der meinte, oh, ich kann Derbys, ich habe in Ägypten alle gewonnen. Alter, lag das ganz auf Vergleichen und ich wäre fast Pornostar auf St. Pauli 1985 geworden, ja, wenn mir nicht 30 Anschläge pro Minuten hier im Pullermann gefehlt hätten. Also, Bolzer von Borussia Dortmund, hier gegen Paella Sevilla, das war gut, gegen Totalschaden 04, das war alternativlos. Wir müssen weiter die Milch im Püree, müssen wir weiter wegflexen. Ich glaube, IT hat die richtigen Stellschrauben in der BVB-DNA gefunden. Ja, der Junge ist Borusse, der läuft auf 12 Pötten. Der Junge ist okay. Aber, hör mal, einer geht noch. Hier, ich hab das schon mal gemacht. Ein Hilferuf von Borussen Bernie an die Silberrücken. Aki Watzke, Susi Zorg, Matthias Sammer, Carsten Kramer und Co. Viking Haaland, hör mal, der Junge schießt die ganze Erdatmosphäre in Schutt und Asche. Also, wir müssen weiter nach Öl in Dortmund suchen, noch einen Bordturm aufstellen, weiter Goldzähne sammeln, Slip-Einlagen länger tragen und auch Dosenpfand bringt eine Menge Knatters in die Kassen. Hör mal, die Antriebswelle im Sturm von Borussia Dortmund, die muss länger in Dortmund bleiben als Robinson Crusoe 1719 im Südpazifik. Ich glaube, das war 28 Jahre. Ja, hör mal, der Elch, das ist eine richtige Wumme. Jeden Gegenspieler von Viking braucht hier Babypulver im Schritt, weil sie wund sind vor Muffen am Spiel. Ja, also, All-In-Vertrag in die Turnhose, denn er ist schon oder wird es eines Tages der beste Mittelstürmer, der je vor die Runde Pocke getreten hat. So, Borussen, Flurwoche fällt aus. Meine Enten haben Cholesterin, sind auch zu dick. Also, ich werde jetzt hier in der Sonne mir einen halben Büffel grillen, runterspülen mit einem halben Hektoliter Bierchen. Ja, und dann werde ich den ganzen Tag mit Pipi in den Augen Never Walk Alone hören. Denn für mich und alle Borussen, da gibt es nur eins nach dem Derby-Sieg. Nur eins nach dem Derby-Sieg. Nur der BVB, aber nur der BVB.